Guten Abend, herzlich willkommen zur Beethoven Lounge hier im Pantheon in Bonn. Mein Name ist Dirk Kaftan, ich bin Chefdirigent des Beethoven Orchesters, heute Abend gezwungenermaßen natürlich ohne Orchester, aber auch natürlich ohne Publikum. Unter strengen Sicherheitsauflagen kann die Beethoven Lounge stattfinden im digitalen Format, ein Zeichen für uns, dass es weitergeht. Wir begrüßen auch alle Hörerinnen und Hörer von WDR 3 Kultur, die uns schon, seit es diese Reihe gibt, verfolgen. Hier heute auf der Bühne haben wir eine ganz interessante Runde von Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe immer gesagt, Beethoven braucht uns eigentlich nicht. Wir brauchen Beethoven. Jetzt findet das Beethoven-Jahr erst einmal ein jähes Ende. Vielleicht braucht das Beethoven-Jahr uns ein bisschen, dass wir es am Leben erhalten. Das tun wir jetzt, indem wir mit dieser Veranstaltungsreihe Ausblicke geben, indem wir heute Abend ein paar Geschichten erzählen über das, wie jeder Einzelne die letzten Wochen erlebt hat. Und vor allem wird es ganz viel gehen übers Weitermachen, übers Wiederaufstehen, über neue Energie schöpfen. Links von mir, herzlich willkommen, Ministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken. Ganz toll, dass Sie heute da sind. Unsere Ministerin für Wissenschaft und Kultur hier in NRW. Eine wichtige Stimme für Kultur und Wissenschaft. Daneben ist ja eine unserer Star-Sportlerinnen, Annika Zeien hier in Bonn, die es geschafft hat, in gleich drei Disziplinen Weltrangstatus zu erlangen. Eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Karriere. Auch ganz toll, dass Sie heute Abend hier sein können. Und auf der anderen Seite haben wir zwei große Musiker. Nils Mönckemeyer ist einer der ganz großen Bratschisten unserer Zeit. Außerdem ein großer Kommunikator, jemand, der sich auch sozial in Projekten dafür engagiert, dass Musik den Weg findet zu ganz verschiedenen Menschen von unterschiedlicher Herkunft. Ein reger Geist, der zusätzlich noch als Musikmanager aktiv ist, aber vor allem natürlich auf seinem Instrument brilliert und mitreißt. Und daneben William Yun, den wir hier schon einmal zu Gast hatten, einer der ganz großen Pianisten und zusätzlich noch Kammermusikpartner von Nils Mönckemeyer. Ja, Corona hat uns erstmal verstummen lassen. Frau Ministerin, wie haben Sie das erlebt, diese letzten Wochen? Wie hat Sie Corona getroffen? Ist man als Politiker vorbereitet auf sowas? Nein, das kann man nicht wirklich sagen, sondern ironisch könnte ich jetzt mal sagen, es hält uns und meine grauen Zellen ziemlich in Bewegung, denn wir sind von morgens bis nachts natürlich mit diesem Thema beschäftigt. In den ersten Tagen, als es so einen doch ziemlich plötzlichen Stillstand gab, da dachte man sich dann noch, Mensch, jetzt mal ein paar Abende jeden Abend zu Hause, auch schön, ja, wenn man immer unterwegs ist. Aber das wechselt natürlich jetzt in
sozusagen auf der privaten Seite sehr schnell, dass man oder ich auch ganz persönlich natürlich vieles vermisse, was ich vorher haben durfte. An Abenden, an Wochenenden war ich in den Theatern und Konzertsälen Nordrhein-Westfalens unterwegs und das hat mir ja auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist ja die schöne Seite meines Berufs. Und tagsüber, muss man sagen, sind wir wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt, um eben richtige Regelungen zu finden. Jetzt am Anfang natürlich des Runterfahrens, aber dann natürlich auch sehr stark beschäftigt damit, wie fangen wir das auf, wie fangen wir gerade die freie Szene, die freien Künste auf, dass sie nicht ins Bodenlose fallen. Und immer natürlich mit dem Gedanken, wie schaffen wir es, die vielen verschiedenen kulturellen Akteure, sage ich jetzt mal etwas technokratisch, über diese Zeit so zu bringen, dass sie hinterher weitermachen können. Das ist etwas, was auch überhaupt nicht gelöst ist und was uns dauernd beschäftigt. Und jetzt natürlich aktuell beschäftigen wir uns schon sehr stark damit, wie können wir verantwortbar, also verantwortbar, was den Gesundheitsschutz angeht, trotzdem es schaffen, unsere kulturellen Aktivitäten, Aufführungen eben wieder langsam hochzufahren. Also es ist wirklich Wochenende immer, ich beklage mich nicht, das gehört zu so einem Amt dazu, wenn man so eine Verantwortung übernimmt, dann muss man es auch richtig machen, aber es beschäftigt uns eigentlich dauernd Corona und ich muss mich gelegentlich auch dann dran erinnern, dass wir ja auch ein Leben danach haben und dass wir uns auch darüber jetzt natürlich eben viele Gedanken machen müssen. Ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir jemand auf den Kopf gehauen hat, lange noch, wenn ich morgens aufgewacht bin und dieses Beethoven-Jahr, wo wir uns in einem Rausch befanden, wo wir dachten, nichts kann uns aufhalten in diesem Jahr, es plötzlich einfach stillstand. Haben Sie persönlich Angst gehabt in der letzten Zeit? Haben Sie persönlich überhaupt Zeit gehabt, über sich dabei nachzudenken? Nein, ehrlich gesagt nicht, weil man wirklich natürlich die mit unendlich vielen Details, ich bin ja auch noch für Hochschulen verantwortlich und auch das ist kein Spaziergang für die 42 Hochschulen im Land, also die öffentlich getragenen Hochschulen, wie sie sich organisieren, sodass möglichst Studierende eben kein Semester verlieren beispielsweise oder dass Studierende irgendwie auch finanziell abgesichert sind, weil viele ihre Jobs verloren haben und. Also auch da natürlich eine endlose Thematik. Natürlich sind wir alle konfrontiert, auch von den Bildern in den Krankenhäusern. Ich selber habe in meinem Bereich ja auch 6 Universitätskliniken, wo ich dann auch sehr hautnah erfahre, welche Probleme da gerade herrschen. Und wie Sie sie aber fabelhafterweise, muss man wirklich jetzt auch mal sagen, das wissen wir heute, auch in den Griff bekommen. Aber wenn Sie sich auch mit den Behandlungen von Corona-Kranken beschäftigen, dann wissen wir natürlich alle, dass wir das alle nie erleben wollen. Und das flammt natürlich auch manchmal in einem auf, dass man denkt, du musst aufpassen, man muss vernünftig sein, auch wenn es eben schwerfällt, Menschen nicht mehr nahe zu kommen, weil man sich auch gefährdet. Ich glaube, das geht aber allen so. Wir werden bestimmt noch mal sprechen später darüber, auch vielleicht über den Zwiespalt zwischen Wissenschafts- und Kulturministerin in dieser Zeit. Annika Zein, Sie gelten als jemand, der es geschafft hat, im Leben immer wieder das Positive aus bestimmten Momenten zu gewinnen. Sie steckten mitten in der Trainingsphase für die Olympiade in Tokio. Das war, glaube ich, in der Disziplin Handbike, wenn ich das richtig erinnere, Sie sind Basketballerin, Sie sind Rennrollstuhlfahrerin. Wie hat Sie das erwischt jetzt mit Corona? Ja, also das war natürlich so, wie man sich das hätte überhaupt nicht vorstellen können. Also dieses Jahr 2020, alles war auf Tokio ausgerichtet, auf Olympia und Paralympics. Und ich war Anfang März im Trainingslager auf Lanzarote. Und das ganze Jahr war halt durchgetaktet mit den verschiedensten Trainingslagern und Höhentrainingslagern und alles war ganz genau geplant für dieses Jahr. Und dann sind wir aus Lanzarote, aus dem Trainingslager abgereist Mitte März und dann stand hier in Deutschland quasi schon alles still. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können, aber trotzdem dachte ich halt zu dem Augenblick noch, klar, Paralympics finden statt, das
ist ja noch lange hin bis dann. Und dann, ja, die folgenden Wochen hat sich das halt dann so herauskristallisiert, dass es möglich ist, dass auch Olympia und Paralympics verschoben werden müssen. Also was ja noch nie vorgekommen ist, was völlig unvorstellbar war. Und der Tag, als es dann wirklich die Entscheidung gefallen ist, dass Olympia und Paralympics verschoben werden, das war schon ein riesengroßer Schock. Natürlich ist es die richtige Entscheidung und natürlich gibt es momentan Wichtigeres als Olympia und Paralympics, aber trotzdem als Sportler richtet man halt sein ganzes Leben darauf aus. Also alles andere steht hinten an und das ganze Jahr war halt auf diese Paralympics ausgerichtet und dann ja, muss man sich schon erstmal wieder neu sortieren und gucken, wie es weitergeht und ja, momentan ist ja wirklich die Lage auch noch so, dass man gar nicht weiß, wann überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden können. Jetzt wurde sogar schon drüber spekuliert, ob es zu früh ist, 2021 Olympia und Paralympics zu haben. Also man hängt schon sehr in der Luft, aber es ist natürlich immer wichtig, ja, das Beste aus jeder Situation zu machen. Und wie Sie ja schon gesagt haben, bei fast allen paralympischen Sportlern ist es halt auch so, dass man ja schon mit Rückschlägen umgegangen ist. Also auch ich hatte mit 14 den Reitunfall, seitdem ich im Rollstuhl bin und habe auch dort das Beste aus der Situation gemacht. Und ja, das müssen wir jetzt alle zusammen in allen Bereichen des Lebens auch wieder machen. Da haben Sie, glaube ich, ganz viel gemein mit Beethoven. Der hat in seinem Leben auch einiges erlebt. Und seine Musik hat vor allem viele, viele Katastrophen überlebt, die größten Katastrophen der Menschheit. Das sollte auch eigentlich positiv stimmen oder uns auch positive Energie geben. Wie ist das als Sportler? Trainiert man dann weiter einfach, wenn man so abrupt gestoppt wird? Was macht man da? Oder ist man da auch erstmal so, dass man sitzen bleibt und die Wand anstarrt? Also natürlich trainiert man weiter. Es ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Also normalerweise wäre ich jetzt mitten in der Wettkampfsaison und hätte jetzt schon ein paar Wettkämpfe gehabt und hätte jetzt auch die ganzen nächsten Wochen immer wieder Wettkämpfe gehabt. Jetzt ist es aber so, dass man überhaupt gucken muss, dass man halt Wege findet, ja einigermaßen gut zu trainieren, denn alle Olympiastützpunkte sind momentan geschlossen, alle Trainingsstätten, alle Krafträume. Das heißt, man muss sich da schon improvisieren, wobei ich halt sagen muss, ich als Handbikerin habe da noch ganz gute Karten, weil ich natürlich draußen trainieren kann. Also das kann ich ganz normal machen. Ich habe auch zu Hause eine Rolle stehen, auf die ich das Handbike packen kann. Das heißt, da kann ich auch trainieren, auch wenn das Wetter dann halt nicht gut ist, kann ich da immer noch gut weiter trainieren. Ich habe auch mittlerweile mir quasi ein kleines Home-Gym eingerichtet und habe da ja so die notwendigsten Dinge wie Langhantel etc. mir angeschafft, damit ich dort einigermaßen mein Krafttraining machen kann. Und so geht es natürlich weiter. Aber es ist natürlich von der Planung her auch quasi für meinen Trainer schwierig, einen Trainingsplan zu schreiben, wenn man gar nicht weiß, wann überhaupt wieder ein Wettkampf stattfinden kann. Weil man schreibt natürlich die Trainingspläne so, dass man bestimmte Höhepunkte hat, wo man dann quasi seinen Peak hat. Und jetzt momentan weiß man halt gar nicht, wann man denn überhaupt wieder einen Höhepunkt haben wird. Und das ist ja wirklich schwierig. Also momentan sind es dann hauptsächlich Grundlagen, die man trainiert. Nils, ja, wollte ich gerade sagen, Nils Mönkemeyer, als Vollblutmusiker ist man auch voll drin erstmal und wird von den Socken geholt. Wie war das bei dir? Erstmal die Wand angestarrt und paralysiert oder wie gehst du um mit so einer Situation? Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, am Anfang fand ich das erstmal ganz toll. Jetzt geht es mir langsam auf die Nerven, dass man so viel kochen muss. Ich habe noch nie so viel gekocht und gebacken. Jetzt denke ich so, jetzt reicht's auch langsam mal. Ja, Moment, aber du bist freischaffender Künstler. Naja, also weil ich bin so ein bisschen in der Luxussituation, weil ich eine halbe Hochschulstelle habe. Also das ist eine halbe Professur sozusagen, die mir sozusagen, das ist vielleicht was, William, was du viel eher beurteilen kannst, aber ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, als ich noch Student war. Und immer, wenn man die Karte in den Automaten geschoben hat, bevor dieses Geräusch dieser Rolle kommt, gibt es immer so eine Stille. Dieser Moment, wo quasi entschieden wird, dass man das Geld kriegt. Und ich hatte als Student immer total Panik, dass dann diese Rolle nicht einsetzt. Und ich dachte so, Gott sei Dank habe ich das jetzt nicht in dieser Situation, weil ich eben weiß, wie das ist, wenn man wirklich finanzielle Sorgen hat, die man
die so die ganze Zeit so hinten im Hinterkopf sind. Und das habe ich eben durch diese Hochschulstelle nicht. Und da bin ich extrem dankbar für und ich weiß auch, dass ich da sehr privilegiert bin. Trotzdem ist es natürlich, das ist bei uns Musikern auch so und vor allen Dingen bei Solisten, unsere nächsten 2 Jahre sind quasi durchgetaktet. Und ich bin das auch total gewöhnt. Man bekommt von der Agentur einen Zeitplan geschickt, die Konzerte vermittelt und dann gucke ich mir das an. Okay, morgen bin ich um 10 Uhr da und da und dann ist meine Probe. Also man ist so gewöhnt, finde ich, dass man sich an sehr stark durchgetaktete Abläufe hält, die einen ja auch strukturieren. Und das empfinde ich im Moment als sehr eigenartig. Ich bin so und ich denke so, also ich meine, ob ich jetzt das tue oder nicht, das ist so total up to me und das ist so, das habe ich wirklich lange nicht gehabt. Und das finde ich jetzt im Moment als Erfahrung sehr interessant. William, du warst zu Gast vor etwa 8 Wochen. Das war sozusagen die letzte Veranstaltung vor Corona, die wir hier zusammen bestritten haben. Ich selber kam gerade zurück aus Korea, sollte dort ein Konzert geben mit dem Rundfunkorchester und bin vor der ersten Probe wieder abgereist, weil das Konzert wegen Corona abgesagt wurde. Also es war mein persönlicher Erstkontakt mit Corona, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, hui, das ist wohl doch ernst zu nehmen alles. Wie geht's dir hier und vor allem, wie geht's in Korea? Du hast sicher viel Kontakt dort. Wie geht's auch da der Musikszene? Das Konzert hier war wirklich mein letztes Konzert. Ich hatte noch ein Konzert, wo die so bestuhlt haben, 1,5 Meter zwischen den Stühlen. Das hatte ich noch gespielt im Schloss Elmau und dann war das Hotel auch zu danach. Und 8 Wochen her. Es war interessant. Ich bin Nils, fand ich auch am Anfang auch sehr interessant, weil man hat plötzlich keine tägliche Struktur. Ich muss nicht üben. Ich habe auch sehr viel Gedanken gemacht, was mein Leben bis zu diesem Umänderung bedeutet hat, was war für mich ein Konzert zu spielen, warum habe ich das gemacht. Und also ich habe Zeit für mich nachzudenken, über die Zeit zu denken vor dieser Corona-Zeit und mich zu vorbereiten, was jetzt danach kommt. Das ist dafür sehr interessant. Was mich sehr stört, ist einfach natürlich diese Unsicherheit. Es ist ja nicht nur wir, die auf der Bühne stehen. Es gibt ja ganz viele Leute, die hinter der Bühne das zu ermöglichen, viel Arbeit stecken. Und sie tun mir natürlich auch sehr leid. Ihr zwei seid ja nicht nur ein Kammermusikduo, sondern ihr seid auch eine Wohngemeinschaft. Wird dann mehr musiziert in dieser Zeit oder intensiver geprobt? Wie ist das bei euch? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. ich hab Zeit, andere Sachen zu machen, einfach zu neue Rezepte zu auszuprobieren. Ich habe ein kleines Gemüsebeet jetzt zum ersten Mal für mich hergerichtet. Und ich habe auch Zeit, jeden Tag dahin zu gehen und zu schauen, wie mein Basilikum gewachsen hat nach einem Tag. Und du bist komplett angstfrei in dieser Zeit? Also du bist sicher, es geht weiter? Ich bin sicher, dass es geht weiter und es ist auch gut zu sich daran zu denken, es geht auch ohne das. Also was macht, ich dachte, ich bin so abhängig von diesem Konzertleben. Ich brauche diese Aufmerksamkeit und den Lob. Und jetzt, wo ich das nicht mehr kann, denke ich, das ist so relativ. Also natürlich ist es toll, wir machen die Musik, wir üben, um die Musik mit anderen Menschen zu bringen und diese Emotion überzubringen. Aber ja, ist das alles? Es gibt noch mehr. Mhm. Ja. Das nächste Musikstück, was wir jetzt hören von euch, ist unter ganz besonderen Umständen zustande gekommen. Vielleicht eins der ersten Werke, die, wie kann man sagen, Social Distance Composing zeigen. Nils, kannst du was darüber erzählen?
Ja, was wir spielen werden, das ist die sogenannte FAE-Sonate. Das war eine Gemeinschaftskomposition von Johannes Brahms, Robert Schumann und einem Schüler von Robert Schumann, Albrecht Dietrich. Und die haben das für einen gemeinsamen Freund, den Geiger Josef Joachim, geschrieben, der damals auf einer langen Konzertreise war. Und damals ging das ja alles nicht so schnell. Also da gab es auch keine Flugzeuge wie jetzt. Und das heißt, so eine Konzertreise hat manchmal bis zu 2 Monaten gedauert und man hat sich wirklich lange nicht gesehen. Und er sollte also wieder nach Hause kommen. Und dann haben sie ihm als Willkommensgruß diese Sonate geschrieben. Und FAE war das Lebensmotto von Josef Joachim, frei, aber einsam. Und wir haben gedacht, frei, aber einsam, das ist genau das, was wir im Moment erleben. Also ja, sozusagen in allen den Facetten, die etwas, die dieses Social Distancing hat. Und vielleicht ist das ein ähnliches Lebensmotto, nur eben ein paar Jahre früher gewesen. Dann freuen wir uns sehr auf dieses Stück.
Thank you.
Es geht auch ohne, hat William Yun eben gesagt. Das war sehr, sehr persönlich und persönlich gemeint. Frau Ministerin, geht's ohne? Geht's ohne Kultur? Geht's ohne Sport? Er hat ja nicht gesagt, dass es ohne Kultur geht. Er hat ja nur gesagt, dass es für ihn mal eine Weile auch ohne Konzerte geht. Ich finde, das ist schon mal ein ziemlicher Unterschied. Absolut. Würde ich jetzt mal sagen. Und was mir daran besonders gefällt, ist, dass solche Zeiten, wenn man dann, sag ich mal, auch so überraschend auf Stille gestellt wird, ja im Kopf auch mal dies und das auslösen, wozu man sich sonst vielleicht nie die Zeit nimmt. Und das sind ja auch Vorteile, so wie Sie es eben gesagt haben, dass man sich dann doch mal fragt, was ist für mich denn jetzt wichtig so für mein Leben? Und das haben Sie ja so schön beschrieben. Grundsätzlich für die Gesellschaft geht es überhaupt nicht. Also das sollten wir auch in aller Deutlichkeit immer wieder, finde ich, verdeutlichen. Am besten natürlich zum Beispiel durch solche schönen Musikauftritte. Aber es gibt ja natürlich viele Variationen, warum eine Gesellschaft eben, die ja sowieso ein bisschen neigt zu einem gewissen Primat der Ökonomisierung, warum man eben auch ganz viele andere Dinge braucht im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und auch um, wenn man nicht Profimusiker ist, sondern was weiß ich, eben Profibuchhalter ist, dass man trotzdem in seinem Leben ja was anderes noch braucht, als seinen Beruf zu machen und den natürlich gut zu machen, seine Familie zu haben, aber es gibt doch eben immer noch den Wunsch nach mehr an gemeinsamem Überleben und Erleben von künstlerischen Aufführungen, ob das jetzt Musik ist oder Poesie oder ein Theaterstück. Ich glaube, dass das die Kultur eben auch was ist, was uns alle sehr miteinander verbindet auch. Und deswegen geht es eben nicht ohne. Die Kultur hat natürlich den Anspruch, auch ein Sprachrohr der Gegenwart zu sein oder auch eine Relevanz des Augenblicks auszudrücken und gerade in solchen Krisenzeiten die Stimme zu erheben. Braucht die Kultur, um da adäquat drauf zu reagieren, ein bisschen Zeit? Ist es okay, eine Zeit lang zu schweigen? Schweigen ist grundsätzlich nie schlecht und erstmal nachzudenken, aber wenn Sie mal ins Netz gehen dann oder in die Zeitungen gucken, in Veröffentlichungen aller Art, Blogs, dann wird natürlich gerade aus dem Sektor der Kulturleute, sage ich jetzt mal, unendlich viel zu dieser Krise gesagt. Ob die immer wiederkehrende Empfehlung, endlich, was weiß ich, Camus zu lesen, bis hin zu neuen Texten, die jemand verfasst in dieser Situation oder musikalische Ausdrucksformen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon während dieser Zeit ganz, ganz viel auf anderen Kanälen sozusagen, als das, was glaube ich sehr viele Menschen lieben, nämlich wirklich das Live-Erlebnis. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es eben dieses Bedürfnis gibt und auch die Rezeption und umgekehrt sich auch schon jetzt in dieser Phase eben mit dem Thema dieser besonderen Situation, in der wir ja alle geraten sind, auseinanderzusetzen. Und da sind die Kulturleute mit ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen, spielen da jetzt gerade auch eine Riesenrolle. Das sieht man einfach ja auch an den Zugriffen auf viele mediale Auftritte von Künstlern. Vielleicht können wir da gleich auch noch mal ein bisschen sammeln, was so passiert an Projekten, an Ideen, um diese Zeit zu überbrücken, was auch Sinn macht oder vielleicht auch, wo die Grenzen liegen. Ja. Wenn wir über Live-Erlebnisse sprechen, ist das ja wichtig. Im Sport lebt es auch vom Live-Erlebnis. Es ist im Moment alles hinter dem Erhalt der Körperfunktionen angestellt, was wir alle, glaube ich, auch eingesehen haben und mitgetragen haben. Kann man sowas wie die Olympiade überhaupt nachholen? Kann man ein Beethoven-Jahr nachholen, Annika Zein? Wie ist denn das? Naja, es ist natürlich nicht das Gleiche, aber ich denke, man muss versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich denke, wenn es nächstes Jahr möglich ist, Olympia und Paralympics stattfinden zu lassen, dann wird das auch eine ganz tolle Veranstaltung sein. Und das wird halt auch dann einfach wieder ein super Zeichen sein. Und ich denke, dass ist was ganz Positives, aber momentan ist ja wirklich noch die Frage, ob es nächstes Jahr dann wirklich stattfinden kann.
Wie ist das in Korea mittlerweile? Korea war ja früher dran, ja. Mit allem. Gibt es da eine Öffnung, die gut verläuft gerade? Also seit heute, glaube ich, gibt es eine Nachricht, dass die Schule werden wieder normal laufen. Glaube ich, in 2 Wochen fangen sie an. Konzerte sind erst einmal abgesagt bis Juni, glaube ich. Ich habe ein Konzert im August in Korea, das ist noch nicht abgesagt. Also ich glaube, sie sind alle in der Hoffnung, dass es bald wieder normal weitergeht. Die Zahlen sehen auch sehr gut aus. Die haben zum Glück sehr früh sehr vorsichtig und streng damit umgegangen. Und ja, das zeigt sich jetzt. Nils, eben klang dieses Thema Systemrelevanz durch. Wie hast du das erlebt, dass alles andere erstmal wichtiger war? Wo sind für dich die relevanten Punkte in dem, was du tust und in dem, was du in Zukunft tun wirst? Hat sich das verschoben jetzt durch diese Erfahrung, dass es auch ohne geht? Nee, kann ich so nicht sagen, sondern ich finde, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die ersten Wochen waren ja sowieso erstmal auch eine Art von Akklimatisieren mit einem völlig unbekannten Zustand. Und ich finde, jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo wir wirklich uns Gedanken machen müssen, wie können wir Kultur wieder zugänglich machen, weil ich der Meinung bin, dass also das, was ja Kultur mit uns als Gesellschaft macht, das ist ja eine Verbindung herzustellen. Und auch Grenzen zu überwinden und auch gerade jetzt in dieser Situation, wo die Menschen wirklich auch zum Teil Angst haben und wo wir uns nicht auf die gewohnte Art und Weise austauschen und auch versichern können, in diesem Moment ist ja Kultur oder einfach dieser Moment, das gemeinsam zu erleben, das ist ja eigentlich das, was diese Verbindung über Grenzen der Sprache zum Beispiel oder der Hintergründe und so weiter hinaus herstellen kann. Und deswegen finde ich, ich glaube, wir müssen halt, es gibt so ein bisschen eine Krux da drin, wenn ich habe selbst das Festival Klassik für alle hier in Bonn, das einen karitativen Schwerpunkt hat und wo wir klassische Musik allen Menschen zur Verfügung stellen möchten und zu den Menschen bringen wollen, ohne sozusagen nur eine Elite anzusprechen. Insofern wiederum bin ich sehr vertraut mit dem Gedanken, dass man viele Dinge umsonst tun muss, damit das funktionieren kann. Und das werden wir auch dieses Jahr in kleinen Formaten tun. Aber andererseits ist sozusagen das Kleinformat das Einzige, was gerade möglich ist. Das ist aber finanziell eigentlich nicht haltbar. Und dann gibt es die ganzen Orchester, die quasi warten, dass sie wieder spielen können. Wie können wir das regeln, dass 2 Meter Abstand sind? Also es gibt so viele Fragen und da merke ich, dass ich dadurch, dass ich selber auch veranstalte, da sehr praktisch die ganze Zeit drüber nachdenke. Wie können wir das irgendwie hinkriegen und und gleichzeitig vermitteln, ja, wir machen jetzt ein kleines Format, aber das kann so später nicht so bleiben, weil dann geht die Kultur finanziell den Bach runter. Also es ist so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits finde ich, müssen wir sofort was machen und andererseits möchte ich natürlich nicht vermitteln, ja, geht ja auch so. Also weil ja, das geht mir auch so. Also auch die digitalen Formate sind lustig und damit zu experimentieren schön, aber die haben gewisse Grenzen, denn wir leben von diesem Live-Übertragen von Schwingungen. Und dazu kommt auch dieses in die Tiefe gehen, was ja auch Musik können soll, ist irgendwo im Digitalen begrenzt möglich. Wenn man alleine sieht, ein Clip darf, weiß ich was, 3-4 Minuten dauern, sonst wird er sowieso nicht angeschaut im Netz. All diese Begrenzungen und auch dann muss man ja auch irgendwann über Qualität reden und über Kosten, die es generiert, das richtig professionell zu machen. Ist das jetzt eine Chance, digitale Sachen zu kreativ zu professionalisieren im Moment? Oder sehen Sie das auch eher als eine Übergangszeit, Frau Ministerin? Also ich denke, das ist eher eine Übergangszeit. Es hatte was sehr Sympathisches, manchmal auch geradezu Rührendes, wenn sich Künstler eben überlegt haben, irgendwie muss ich mich äußern und ich tue das per Twitter, per YouTube, was auch immer. Dann hat man sich das auch mit Vergnügen angeguckt und es hat sozusagen das Herz erwärmt, dass wir so etwas erleben und das ist ja auch eine Form der Zuwendung
an das Publikum, was eben jetzt nirgendwo hingehen kann. Aber das ist natürlich überhaupt keine Perspektive, denn es hat natürlich nicht den Grad an Professionalität, den wir von Ihnen allen, ich gucke jetzt zu den Musikern rüber, auf der Bühne kennen und auch schätzen. Das kann das Medium nicht ersetzen. Und man kann natürlich jetzt stundenlang auch drüber nachdenken, wie man solche digitalen Formate so professionalisiert, dass das mehr den Standards entspricht. Aber eigentlich wollen wir, und davon bin ich wirklich total überzeugt, und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, Sie sind ja auch schon alt und kommen aus dem analogen Zeitalter. Aber ich glaube, dass es viele Kunstformen gibt, die leben einfach von dem Live-Erlebnis. Und ich habe immer wieder zum Beispiel Versuche gemacht, mir auch Theaterstücke, die ich zum Beispiel nicht sehen konnte, weil ich nicht irgendwo hinfahren konnte, auf in den entsprechenden Kanälen im Fernsehen anzugucken. Und das ist dann als Information auch gut, aber es ist einfach nicht das gleiche Erlebnis. Selbst wenn es professionell verfilmt ist und aufgenommen ist. Also ich bin einfach eine total überzeugte Live-Gängerin und ich glaube, dass viele andere Menschen genauso empfinden. Und insofern war das jetzt so ein bisschen ein Trost in dieser Zeit. Und es gibt sicher auch Formate wie ein Filmfestival, was dann auch mal einen Film eben natürlich per Netz zeigen kann. Aber für alle Arten von in dem Moment entstehender Kunst ist das Live-Erlebnis nicht ersetzbar. Und deswegen müssen wir uns eben jetzt darum kümmern, wie wir diese Zeit wieder überbrücken, sinnvoll überbrücken, bis wir wieder sozusagen richtig spielen können. Wir machen die Erfahrung gerade, wir tun natürlich das, was man darf. In kleinen Gruppen gehen wir mit Sängern in zum Beispiel in Altersheime oder Krankenhäuser, spielen in Innenhöfen. Und die Menschen sind von diesen kleinen Aufführungen so berührt, die fangen zum Teil an zu weinen und spüren diese Nähe. Also es unterstreicht das natürlich als für mich ein sehr berührendes Format, was ohne Corona, was es so nicht gegeben hätte. Zu Ostern haben unsere Musiker persönliche Grüße aufgenommen und ans Publikum verschickt. Kann man im Sport überhaupt was Digitales überbrücken in so einer Zeit? Sport ist ja auch für eine Öffentlichkeit. Wie ist das, wenn das plötzlich wegbricht, wenn da niemand steht und anfeuert? Wie behält man den Kontakt zu den Menschen, die einem sonst zujubeln? Ja, das Live-Erlebnis ist natürlich ganz, ganz wichtig im Sport, sowohl für die Zuschauer als auch für die Sportler selber. Also man hat es ja schon so oft gesehen, dass die Zuschauer Sportler wirklich dazu gebracht haben, Höchstleistungen zu bringen. Also ich erinnere mich immer wieder gerne an so eines meiner krassesten Basketballspiele. Das war in London 2012, haben wir das Viertelfinale gegen den Gastgeber gespielt. Und da waren halt wirklich 12.000 Fans, die gegen uns waren. Und eigentlich auf dem Papier waren wir der klare Favorit für das Spiel. Aber wir haben uns einfach so schwer getan in dem Spiel, weil es einfach so schwierig war, gegen quasi das Team, aber auch gegen diese Zuschauer anzuspielen. Und, aber dann ist es fairer ohne Publikum. Nein, das gehört ja einfach dazu. Man hat halt seinen Heimvorteil und man hat manchmal halt dann eben auch nicht den Heimvorteil. Und das ist ja, also gerade jetzt zum Beispiel im Fußball, da ist es ja ganz extrem, dass man immer seine Heim- und seine Auswärtsspiele hat und da dann halt jeweils einen Vorteil oder einen Nachteil hat. Und diese ganze Atmosphäre ist halt für den Sport ganz, ganz wichtig. Und es gibt wohl kaum jemanden, der sagen wird, ah ja, weißt du noch, als wir das im Fernsehen geguckt haben, sondern wenn man live dabei war, das ist was ganz anderes, als wenn man was digital miterleben kann. Klar ist es auch schön und ist auch was Besonderes, aber es ist halt wirklich nicht das Gleiche. Ich habe eine Zeit lang in Österreich gearbeitet und da konnte das Publikum, wenn es nicht gefallen hat, zu einer schreienden, buhenden Wand werden. Das gehörte wirklich zu den erschreckendsten Erlebnissen. Und jetzt im Moment denke ich, Mensch, dass ich selbst das vermissen würde, dass man solche Reaktionen bekommen kann. Wir hören jetzt noch ein Beispiel von Kreativität zu Corona-Zeiten. Unser Solobassist Robert Gronschel hat nicht auf seinem Kontrabass, sondern auf der Gitarre ein Stück komponiert und eingespielt. Viel Vergnügen. Ich begrüße Robert Gronschel ganz herzlich hier in der Beethoven-Lounge im Pantheon. Robert Gronschel ist unser erster Solobassist im Beethoven-Orchester. Zuletzt haben wir uns vor etwa 8 Wochen gesehen bei der letzten Probe vor dem großen Shutdown.
heute unter ganz anderen Umständen wieder hier und natürlich aber auch mit der Gelegenheit, Robert Gronschel mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Sie haben heute nicht nur Ihren Kontrabass dabei, sondern die Gitarre. Ja. Was hat es damit auf sich? Seit wann spielen Sie Gitarre? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, ich habe als Kind nicht mit Kontrabass angefangen, sondern erst mal mit der Geige. Und dann habe ich die Gitarre meines Vaters einmal entdeckt und dann versucht, einfach da ein bisschen was zu lernen selber. Und erst später habe ich mich für Kontrabass entschieden und dann Klassik studiert. Also Gitarre und Geige, das war so im Hintergrund. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich diese Liebe wieder entdeckt, dass ich wieder mal ein bisschen auf die Gitarre probiere. Und das ist für mich eine andere Dimension von Musizieren, weil das Instrument sehr intim ist, wenn man das so sagen kann. Bei Kontrabass mehr so viel Kraft verlangt von Spieler, ist die Gitarre so filigran, dass man ganz leicht die Töne zaubern kann. Und das finde ich als Entspannung für mich als Bassist sehr gut. Und Sie zaubern auch eigene Töne, Sie komponieren, Sie haben die Zeit jetzt auch genutzt, um zu komponieren. Was hören wir gleich auf der Gitarre? Ich habe mir diese Gitarre von kurzem gekauft und die hat mich sofort mit ihrem Klang angesprochen. Und wie man das so sagen kann, wenn der Künstler so Inspiration spürt, dann soll er auch gleich versuchen, was zu schaffen. Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt und da kam das so natürlich aus mir heraus, dass ich mir so eine Art Flamenco-Nummer zusammen komponiert habe. Super, ja. Wir sind ganz gespannt, was dann Corona eben in dem Bereich doch hervorgebracht hat. Was Positives, hoffentlich. Was Positives hervorgebracht hat in diesem Fall. Ja, viel Freude mit, wie heißt das Stück? Das heißt Remembering Paco und ist gewidmet Paco de Lucia. Das war ein großer Flamenco-Star, ein toller Musiker, den ich seit Jahren gerne gehört habe, wie er spielt. Und das hat mich an so diesem Vibe, hat mich so ein bisschen inspiriert, das Stück zu schreiben. Robert Gronschel an der Gitarre. Annika Zeyen, vielleicht doch noch mal ein paar Ideen aus dem Sport. Was ist entstanden in Corona-Zeit, was es so nicht gegeben hätte? Gibt es da Projekte, Initiativen, die wir in den letzten Wochen beobachten konnten? Ja, also es gibt da viele schöne Initiativen. Also vor kurzem zum Beispiel wäre der London-Marathon gewesen. Und da haben sich dann viele Rennrollstuhlfahrer zusammengeschlossen und haben an dem Tag vom London-Marathon zusammen, sind sie auf der Rolle mit dem Rennrollstuhl über Zoom dann zusammen den,
den London-Marathon gefahren. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Initiative. Und da gibt es halt auch andere Plattformen, wo man dann einfach versucht, weltweit entweder miteinander oder auch gegeneinander zu fahren, um quasi ja so ein bisschen Normalität in den Trainingsalltag zu bringen. In der Kulturszene gibt es ja im Moment so ein bisschen zwei Strömungen. Die einen sagen, wir können definitiv erst wieder spielen, wenn die Menschen keine Angst haben, gerne zu uns kommen, wenn die Musiker keine Angst haben müssen, zusammen zu sitzen. Und die anderen sagen, nein, wir müssen um jeden Preis versuchen, in dieser Zeit Angebote zu kreieren. Frau Ministerin, wie sehen Sie das? Angenommen, das würde jetzt, ich spinne mal rum, ein Jahr so weitergehen. Was wären Ihre Empfehlungen da an die Kultur? Also ich denke mal, wir gehen jetzt mal in kleinen Schritten. Es gibt ja bereits viele von den großen Tankern, bei kleinen Häusern und freier Szene ist vielleicht da noch einfach eine einfachere Flexibilität möglich. Aber die größeren Häuser, da gibt es ja wirklich eine klare Tendenz zu sagen, also bis zu den Sommerferien machen wir jetzt zu. Das heißt nicht, dass es vielleicht wieder Proben geben wird, aber wir konzentrieren uns jetzt doch auf Formate im September. Und da würde ich auch dringend ermutigen, und wir sind ja alle im Moment sozusagen auf der Suche nach den richtigen Wegen, ab September auch wirklich wieder, ich sag jetzt mal, Angebote zu machen. Ich glaube, es wäre ein großer Verlust und auch vielleicht ein Fehler, wenn wir jetzt alle sagen, ach nein, wir können eigentlich erst im nächsten Jahr wieder so richtig loslegen, sondern wir müssen eben jetzt Formate finden und darüber machen sich ja auch ganz viele ihrer Künstlerkollegen auch schon Gedanken, wie wir ab September Formate eben finden, kleinere Formate vermutlich, in denen wir trotzdem eben etwas aufführen können und dieses Live-Erlebnis auch wieder möglich machen können. Und ich finde das auch deswegen so wichtig, weil wir müssen, die Menschen haben ein Bedürfnis. Sicher wird es so sein, dass mancher ältere Mensch, und die gehören ja auch maßgeblich zu unserem Publikum, sich noch überlegt, ob er sich wieder in eine solche Situation begibt, weil die einfach da auch Angst haben, dass sie sich damit gesundheitlich schwer gefährden. Das kann man natürlich durch gute Maßnahmen in Teilen sicher auch entspannen. Aber ich denke, man muss auch präsent sein, sei es jetzt mit Wort, Musik, Gesang, was auch immer, weil wir einfach auch eine wichtige Stimme in der Gesellschaft haben mit der Kultur. Und die darf jetzt nicht einfach in Anführungsstrichen natürlich verstummen, weil wir noch nicht die richtige Form gefunden haben, sondern wir müssen die Form jetzt ausprobieren und uns immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes zu Wort melden. Also das ist mir ein Riesenanliegen, dass wir jetzt nicht sozusagen die Bürgersteige hochklappen und sagen, wir sehen uns vielleicht im Sommer 21 wieder, wenn es dann hoffentlich einen Impfstoff gibt. Das ist natürlich das Ziel, was wir erreichen wollen, damit wir danach dann Stück für Stück auch wieder sozusagen in voller Blüte erstehen können. Aber ich finde, es muss auch jetzt schon spätestens nach der Sommerferien muss wieder was passieren. Muss was passieren. Wir hören einmal in die Faktenlage hinein. Es passiert auch natürlich bei uns in Bonn einiges. Die letzten Wochen waren geprägt davon, dass wir von Tag zu Tag reagiert haben, auch immer wieder neue Konzepte gesponnen, zum Teil verworfen haben. Wir kommen jetzt zum Nachrichtenblock mit Tilman Böttcher. Die Nachrichten. Die Jubiläumsgesellschaft BTHVN 2020 hat sich dafür entschieden, das Beethoven-Jahr nicht am 17. Dezember enden zu lassen. Beethovens wahrscheinlicher 250. Geburtstag am 16. Dezember und der 250. Tauftag am Tag danach sind zwar Höhepunkte der Feierlichkeiten, aber nicht ihr Endpunkt. Man wird das Festjahr um voraussichtlich 9 Monate verlängern. Verlängern heißt auch Veranstaltungen verschieben. Das ist nicht einfach, da natürlich bereits für einen Großteil der kommenden Saison Verträge und Raumnutzungspläne bestehen. Man sucht nach Lösungen. Genauso tun das übrigens auch Ausstellungshäuser. Bitte konsultieren Sie dazu aktuelle Veranstaltungskalender. Verlängert wird zum Beispiel die Jeremy Deller-Ausstellung im Bonner Kunstverein bis zum 5. Juli. Leider nicht zu verlängern war die große Beethoven-Ausstellung in der Bundeskunsthalle.
Die empfindlichen Exponate aus der Ausstellung mussten aus konservatorischen Gründen schnellstmöglich wieder zurück in ihr ursprüngliches Habitat. BTHVN 2020 reagiert mit seiner Website auf die Situation und verlinkt mit digitalen Projekten. Das ist spannend, amüsant und lehrreich. Klicken Sie auf den Button Programm, dann zum Reiter Digitale Projekte. Eines dieser Projekte ist der Beethoven-Bot in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Bonn. Dem kann jeder über Twitter schreiben und wenn man Glück hat, antwortet einem Beethoven tatsächlich höchstpersönlich. So ein wenig wie das Orakel von Delphi. Aufgrund von Corona natürlich Live-Konzerte mit Musikerinnen und Publikum, Fehlanzeige. Dafür Streaming, all überall, soweit man sieht. Das Europakonzert der Berliner Philharmoniker wurde am 1. Mai mit beträchtlichem Aufwand in der Berliner Philharmonie realisiert. Ein gutes Dutzend Musikerinnen, die Bläser alle mit 5 Meter Abstand in Spielrichtung, alle Streicher mit 3 Meter Abstand. Nach unseren Maßgäben hätten wir im Augenblick für die Bläser 12 Meter beziehungsweise hoffentlich bald nur noch 6 Meter Abstand in Spielrichtung benötigt. Die wunderbare Johanna Malwitz hat mit dem hervorragenden Nürnberger Staatsorchester einen Hörspaziergang durch Beethovens 7. Sinfonie mit dem Bayerischen Rundfunk produziert. Alle Orchestergruppen einzeln, wenn man es genau hinsieht, mit Abständen, die bei uns auch nicht möglich wären. Das Video jedoch ist absolut sehens- und hörenswert und vom Feeling so nah an live, wie es im Moment überhaupt nur geht. Hauskonzerte gibt es von allen Erdteilen, Kit Armstrong über Igor Levit bis zu den Rolling Stones. Mitunter musikalisch wirklich bewegend, manchmal auch eher eine Frage von General Interest als von Musik. In jedem Fall kein Ersatz für live, aber da sind sich auch fast alle einig. Das gute alte Autokino erlebt ein Revival. Aus dem Klassikbereich zum Beispiel. Der Geiger Christian Tetzlaff spielt solistisch am 20. Juni im Autokino in Borken. Maximal 2 Personen pro Auto. Karten gibt's im Internet. All das, wovon hier die Rede ist, man könnte weitere Beispiele aus Düsseldorf und Berlin anführen, ist bei uns aufgrund der Auflagen im Augenblick nicht möglich. Wir bedauern das sehr. Wissen aber natürlich, dass wir durch unser Schweigen auch zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Wir brennen darauf, als Orchester oder auch in Gruppen wieder loszulegen, sobald es wieder vertretbar und gestattet ist. Eine ganz kurze Timeline des aktuellen analogen Beethoven-Orchesters. Letztes Konzert, Basecamp Neue Musik am 7. März, einen Tag später in der Oper die Premiere Fledermaus. Alle Konzerte danach wurden abgesagt. Um 11.04 mit Olga Paschenko und Peter Whelan, Freitag 6 mit Kit Armstrong, Freitag 7 mit Michael Jurowski und dem Philharmonischen Chor am Karfreitag. Unsere Tournee Wien, Goldener Saal des Musikvereins, und Maribor mit Jan Leschetzky. Des Weiteren unsere Gastspiele in Miltenberg, Weikersheim, St. Veit in Belgien, Kerkrade in den Niederlanden, letztere mit Josef Moog. Alle weiteren Konzerte der laufenden Saison sind abgesagt. Wir prüfen gerade für einzelne kleinere Veranstaltungen die Möglichkeit eines Streamings. Wir sind in der Zwischenzeit allerdings nicht untätig. Mit unserem Publikum gemeinsam haben wir ein kurzes Pastorale-Video produziert. Von der Kunstpfeiferin zur E-Gitarre, von der Luftpumpe bis zur Blockflöte haben wir wirklich inklusiv gearbeitet und lieben das Ergebnis auch noch 3 Wochen später. Wenn man alle sozialen Medien zusammenzählt, haben über 100.000 Menschen das Video aufgerufen. Unser Orchesterbüro hat etliche Wochen auf den unterschiedlichsten Ebenen geackert, bis wir die Möglichkeit bekamen, mit 1 oder 2 Musikerinnen für Altenheime Musik zu machen. Das geschieht nun regelmäßig seit letzter Woche. Nicht nur die älteren Herrschaften sind glücklich,
Auch unsere Musikerinnen sind sehr dankbar über diese nur wenige Minuten dauernden Grüße unter Extrembedingungen. Wir haben ein gutes Dutzend musikalische Ostereier produziert. Kleine Musikvideos, mit denen Menschen aus unserem Publikum lieben anderen Menschen eine Freude gemacht haben. Über 100 insgesamt verschickt allesamt am Ostersonntag. Ab hoffentlich nächster Woche schon produzieren wir einen digitalen Adventskalender. 24 Backerl mit einem bunten Programm. Und wir scharren mit den Hufen für ein Projekt, bei dem wir in Zusammenarbeit mit unserem Plattenlabel und der Universität Wien Repertoire der Kurkölnischen Hofkapelle des Bonner Orchesters aus Beethovens Zeit also festhalten und dokumentieren können. Aber schon das ist im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik. Alles Weitere steht in den Sternen. Zum Abschluss zwei Literaturtipps. Albrecht Selge hat eine Beethoven-Suche in 24 Kapiteln herausgegeben, betitelt schlicht und einfach Beethoven, bei der man Beethoven begegnet durch die Brille der Zeitgenossen. Der walisische Autor Paul Griffiths hatte für das Eröffnungskonzert des Beethoven-Jahres für uns ein Pasticcio geschrieben mit dem Titel »Freunde, nicht diese Töne«. Er hat nun, gerade letzte Woche, einen Beethoven-Roman rausgebracht mit dem Titel »Mr. Beethoven«. Wie wäre das gewesen, wenn Beethoven 1833 nach Boston gereist wäre, um dort ein großes Oratorium zur Aufführung zu bringen? Ein vergnügliches Vexierspiel, aber auch ein Gedankenexperiment rund um Sprache und Sprachlosigkeit, Fakt und Erfindung, Einsamkeit und Gesellschaft. Soweit die Nachrichten. Danke an Tilman Böttcher. Ich kann bestätigen, dass man in dieser Zeit zum Nachdenken kommt, dass man darüber nachdenkt, wie geht's weiter. Die Zeit konnte ich nicht grenzenlos genießen, weil immer so eine graue Wolke auch über mir schwebte, die nicht ganz sorgenfrei war, was denn nun wirklich das Ganze für Folgen hat. Wie geht's euch, Nils? Was sind die Pläne? Was sind die Träume? Wir alle reden über eine Zukunft, die wir nicht kennen. Wir reden aber über eine Zukunft, die wir alle mitgestalten wollen. Was sind die Träume und Wünsche an die Zeit nach Corona oder die Zeit in Freiheit wieder? Also nach 31. August oder nächstes Jahr? Ich würde sagen, einfach ganz frei von irgendwelchen Deadlines auf eine Zeit, die gewachsen ist an dem, was jetzt in uns gewachsen ist. Was wünschen wir uns von einem blühenden Kultur- und Sportland Deutschland? Ja, es ist interessant, weil ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Ich habe mich nicht gefragt, weil ich glaube, also was mir sehr schwer fällt, weil ich gerne einen fixen Plan habe, dem ich folge. Ich meine, wir fangen ja als Musiker und als Sportler genau das Gleiche. Wir fangen so früh damit an, dass wir so ein bestimmtes, so in so Etappen, denen wir abfolgen und dann arbeitet man darauf hin. Und das ist eben genau das, finde ich, was wir jetzt im Moment nicht können. Und das finde ich auch gut. Und deswegen denke ich gar nicht, was ist, wenn das alles wieder vorbei ist, sondern ich denke, ich überlege eher die ganze Zeit, wie können wir eine Form finden, die eine Sicherheit bietet und trotzdem ein Live-Erlebnis bietet. Das ist im Moment, ehrlich gesagt, das Hauptsächliche, was mich beschäftigt. Pragmatische Überlegungen, um wieder aktiv zu werden und an die Menschen ranzukommen. Genau, weil ich finde, es ist ja gar nicht abzusehen. Es kann auch sein, dass vielleicht in 4 Monaten alles wieder total okay ist. Es kann auch sein, dass es ein Jahr geht. Dann gibt es immer die große Diskussion über Rückfälle oder Mutationen des Virus und was weiß ich. Ich meine, also ich möchte irgendwie... Das ist für mich sehr neu, aber ich kann sozusagen, ich habe keinen fixen Parameter, vor allen Dingen, wann das vorbei ist. Und deswegen denke ich mir, ich wünsche mir, und das ist eben auch was, womit Sie sich, Frau Ministerin, sicherlich viel beschäftigen. Das Problem ist ja zum Beispiel auch, dass die Sachen sind ja viele Sachen, das entscheiden die Länder, dann gibt es Informationen vom Bund. Und ich fände ganz wichtig, dass es eine allgemeine Regelung gibt,
für Veranstaltungen, was erfüllt werden muss. Und dann kann man anfangen, wirklich zu sagen, okay, wir machen das so und wir machen das so. Und also das wäre zum Beispiel jetzt was, was ich mir als nächsten Schritt sehr wünschen würde, damit man dann sagen kann, okay, dann könnte man ein Format XY entwickeln und wirklich versuchen, das zu erfüllen. Also das ist im Moment eher, ehrlich gesagt, was mich viel mehr beschäftigt als das danach. Ja, das beschäftigt, glaube ich, uns alle, das ist ganz klar. Auch wenn man so hinter die Kulissen guckt und schaut, unter welchen Bedingungen die Berliner Philharmoniker in kleiner Besetzung aufgetreten sind, ein gigantischer Aufwand. Wie ist das, Frau Ministerin? Gibt es da aktive Bestrebungen, das zu vereinheitlichen? Weil das ist tatsächlich für uns im Moment schwierig, eine Ordnung in dieses Wirrwarr an Bestimmungen, Ängsten und unterschiedliche Herangehensweisen zu finden. Ich würde mal ganz mit einem anderen Aspekt antworten. Ich sage dazu dann auch noch was. Was ich besonders interessant fand in dieser Zeit, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, dass sich jetzt herausstellt, in so einer Situation, die niemand vorhersehen konnte und auf die niemand ja auch wirklich vorbereitet war, dass jeder auch an seiner Stelle Verantwortung übernehmen muss. Und das ist, finde ich, Menschen unterschiedlich schwer gefallen. Und das heißt auch mal, dass wir uns natürlich alle auf Situationen einstellen müssen, ob das jetzt der Chef eines Orchesters ist oder ich in meinem Amt oder der Chef eines Festivals oder was auch immer. Plötzlich stehen wir vor der Frage, wir möchten etwas machen. Ich bin auch von einem unglaublichen Optimismus immer durchdrungen gewesen, mein ganzes Leben, und das bleibe ich auch. Auch wenn jetzt diese Wolken am Himmel sind und wir da wirklich vor großen Herausforderungen stehen, dass wir immer etwas aus der Situation machen müssen, einfach und auch können. Und dass aber jeder an seinem Ort, an dem er jetzt steht und für seine Verantwortung eben auch die Flexibilität haben muss, zu reagieren. Und ich finde, da habe ich schon sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, weil es schon bei uns auch durch die enorme, und das meine ich positiv, Sicherheit, in der wir seit vielen Jahren oder man kann auch sagen Jahrzehnten leben, natürlich bei vielen auch die Haltung gibt, das müsst ihr jetzt da oben mal regeln. Ich will einfach klare Kante. Und so einfach, wir lernen jetzt in dieser Pandemie, dass es so einfach eben nicht ist, wenn wir in eine Situation hereingeraten, wo alles irgendwie in ziemlichem Durcheinander einfach durch die äußeren Umstände ist. Das ist die große Herausforderung und man muss an einem bestimmten Punkt einfach sagen, so, wie regel ich das jetzt? Das war jetzt mal sozusagen das Wort zum Sonntag, was die eigene Verantwortung angeht. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich bemühen, auch möglichst einheitliche Standards zu definieren. Ist aber teilweise schwierig, wenn Sie sich klar machen, dass beispielsweise Bayern in ganz anderer Weise betroffen war von dieser Pandemie als auch Nordrhein-Westfalen. Ausnahme natürlich Heinsberg mit diesem wirklichen Schwerpunkt an vielen Infizierten. Und plötzlich stellen sich Fragen auch unterschiedlich. Das macht dann manchmal die Einheitlichkeit auch schwer. Und natürlich haben wir ein bestimmtes, sage ich mal, demokratisches System, was der unteren Einheit in unserem Staatsgefüge, ich mache jetzt keine juristische Vorlesung, keine Angst, nämlich der Gemeinde, sprich der Kommune, eine ganz starke Stellung in der Organisation der Notwendigkeiten vor Ort einräumt. Und die werden dann eben von der Kommune A manchmal auch anders geregelt als von der Kommune B. Deswegen diese Verwirrung, die dadurch natürlich auch für den Einzelnen entsteht, verstehe ich auch vollkommen. Aber das hat natürlich auch viel mit unserem demokratischen Prinzip zu tun. Wir haben eben keine Zentralregierung, die sagt erstens, zweitens, drittens. Und in vielerlei anderer Hinsicht finden wir das doch eigentlich auch ziemlich gut, dass wir nicht so hierarchisch organisiert sind, wie das meinetwegen in Frankreich schon ist. Aber ich glaube, die Verwirrung liegt darin, dass wir eine Zeit erleben, in der wir so hierarchisch regiert werden, wie wir es nie erlebt haben in unserer Zeit, ja. Und gleichzeitig eben dann in solchen Momenten doch sehr lokale Entscheidungen treffen sollen, was Sie sehr richtigerweise als Verantwortung übernehmen bezeichnen. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Verwirrung, wie weit sollen wir gehen, wie weit dürfen wir gehen oder wir machen es jetzt einfach. Im Sport ist das doch ähnlich, oder? Es wird
gerungen, wieder zu trainieren, wieder die Sportplätze in Betrieb zu nehmen. Was läuft da an Diskussionen, wie wir weitermachen? Ja, also das ist auch quasi zwischen den Ländern ganz, ganz unterschiedlich geregelt. Also manche Olympiastützpunkte und Olympia- und Paralympics-Sportler haben quasi Ausnahmegenehmigungen. Das heißt, die dürfen die Olympiastützpunkte nutzen, dürfen dort trainieren. Wir dürfen es momentan nicht. Ja klar, also da gibt es natürlich viel Diskussion, aber wie gesagt, ich habe ja noch einigermaßen gute Trainingsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt irgendwie ein Schwimmer wäre, dann würde ich natürlich auch viel mehr darüber diskutieren und versuchen, da was in Bewegung zu setzen. Denn wenn man irgendwie jetzt seit 7 Wochen nicht mehr in einem Pool geschwommen ist und vorher quasi sich täglich geschunden hat, um in Form zu kommen, dann ist es schon sehr, sehr frustrierend. Und da kann ich auch wirklich jeden verstehen, der versucht, da ja um jeden Tag zu feilschen und zu versuchen, wieder ja die Sportstätten zu öffnen und wieder an den Olympiastützpunkten trainieren zu können. Wird es anders sein, nach Corona Sport zu tun? Ist man da auch vielleicht dankbarer, dass für die Selbstverständlichkeiten unseres Lebens, also mir geht es auf jeden Fall so, dass man manches so hingenommen hat. Und als es plötzlich aufhörte, dachte man so, ups, das geht jetzt nicht mehr. Wird das ein anderes Lebensgefühl werden? Was meinen Sie? Also ich denke nicht nur für Sportler, sondern ich denke, für jeden wird das Leben nach Corona anders sein, weil man einfach viele Dinge dann mehr zu schätzen weiß. Also jetzt hat man einfach so viele Dinge, die vorher selbstverständlich waren, die man jetzt nicht mehr machen kann. Und das betrifft nicht nur den Sport, sondern das, ja, betrifft jeden, der halt dann gerade vielleicht seine Familie, seine Freunde nicht sehen kann, was immer für selbstverständlich gehalten wurde. Und ja, ich denke, das wird nach Corona sich ändern, dass man das so als selbstverständlich ansieht. Und ja, gerade als Sportler, ja, ist es für einen selbstverständlich, dass man all die Sportstätten nutzen kann, dass man um die Welt reist, dass man Wettkämpfe hat. Ja, also ich freue mich schon wirklich sehr, wenn das wieder möglich sein wird. Frau Ministerin, was glauben Sie, was wird anders sein? Wir spekulieren. Mhm. Ja, also zunächst mal, um jetzt wieder das Praktische zu betrachten, werden wir uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten jedenfalls, wenn wir mal hoffen, dass es ab September wieder losgeht, mit ganz neuen und anderen Formaten beschäftigen. Und da werden wir aber, glaube ich, auch ganz schöne Entdeckungen machen. Aber wir wissen dann auch immer noch, was uns fehlt, nämlich dann auch die großen Formen wieder möglich zu machen. Und ansonsten bin ich ganz sicher, dass es sozusagen eine große Lust wieder auf Kunst geben wird. Wir können ja jetzt mal sehen, wie das ist in den Museen. Die machen ja jetzt im Laufe der Woche Stück für Stück auf. Das ist sozusagen aber auch unter sehr strengen Bedingungen. Ich habe keine Vorstellung, wie viele Menschen das nutzen werden. Das finde ich sehr spannend, das mal zu sehen. Und so werden wir hoffentlich langsam unseren Radius, unseren sehr gewohnten Radius wieder erweitern können. Denn also auch wenn man noch so gerne liest, man möchte eben nicht nur jeden Abend zu Hause ein Buch lesen, sondern eben genau all das andere auch wieder erleben. Und wir werden das ganz anders wertschätzen, da bin ich auch ganz sicher. William Jun. Du bist von vielen klugen Journalisten und Kritikern bezeichnet worden als der Philosoph hinter den Tasten. Wird der Philosoph hinter den Tasten sich anders versenken in eine Beethoven-Sonate oder in was auch immer du tust, nach dieser Zeit, in der du auch, wie du selber sagst, zu Dingen kommst, zu denen du sonst nie gekommen wärst? Also ich glaube, diese Zeit wird mich freier machen. Also ich glaube dann nicht mehr an dieses System oder weniger an dieses System, was wir aufgebaut haben, was wir dachten, das ist das Einzige, sondern es gibt andere Wege und wir müssen immer bereit sein, dass auch nicht so passieren wird, wie du das erwartest. Und diese Gedanken finde ich sehr interessant und gut. Also das tut mein Geist gut, weil es gibt keinen einzigen Weg. Und wir müssen unseren Weg finden. Ich fand, das war ein wunderschönes Schlusswort.
Aber natürlich soll am Ende noch einmal die Musik sprechen. Wir hören unseren Solobassisten Robert Gronschill, diesmal nicht mit der Gitarre, sondern mit seinem Hauptinstrument, dem Kontrabass. Er spielt die 9. Sinfonie. Keine Angst, nicht die ganze 9. Sinfonie von Beethoven, sondern das große Kontrabass-Solo aus dem letzten Satz als einsamer Kontrabassist hier im Pantheon. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die heute Abend hergekommen sind, in dieser Zeit, die uns alle sehr bewegt, aus der wir alle mit anderen Energien, mit neuen Energien hervorgehen werden. Und vielleicht, so wünsche ich es mir, mit viel Menschlichkeit und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank, dass alle da waren. Danke an die Hörer vor den Radiogeräten oder Bildschirmen und an das ganze Team im Hintergrund, die diese Veranstaltung möglich machen. Vielen herzlichen Dank und auf bald. Diesmal haben wir etwas Zuwachs bekommen auf der Bühne. Robert Gronschill mit seinem Instrument, was er bei uns im Orchester spielt, als Solobassist. Und Sie stellen heute ein Stück vor, was im Grunde jeder kennt, hier im Beethoven-Jahr, was ohne den Kontrabass nicht denkbar ist, was aber im Moment definitiv nicht aufführbar ist. Allein das, was Sie gleich spielen, dazu brauchen Sie viele, viele Kollegen. Ja. Das wird in der Gruppe gespielt. Aber dieses Rezitativ aus dem Schlusssatz der 9. Sinfonie von Beethoven, was bedeutet das für einen Bassisten? Das ist, wenn man so will, eine Art Befreiung, auch weil das Instrument als Begleitinstrument die ganze Zeit funktioniert. Meistens verdoppelt das Cello, die Cellostimme. In dem Fall am Rezitativ sind wir auch mit Cellisten zusammen, aber das ist für uns so eine Art, jetzt ein Stück oder einen Schritt nach vorne zu treten und zu singen, wenn man das so betrachten könnte. Der Rezitativ ist sehr interessant komponiert für mich als Musiker. Ich finde da sehr viele Impulse, harmonische und kleine Sätze, wie man will, was später auch im Gesang noch natürlich vorkommt. Und es ist einfach eine Art, die Persönlichkeit des Bassisten zu präsentieren oder die Gruppe als Stimme des Orchesters zu zeigen. Die Gruppe als Stimme des Orchesters ohne Text, denn der Bass spricht, bevor überhaupt der Text vorgestellt wird in der 9. Als wir die 5. gespielt haben von Beethoven in Kolumbien für Jugendliche, die noch nie mit dieser Musik in Berührung kamen und im Scherzo, die Bässe loslegen zu Beginn, haben die gesagt, oh, los Bassos, die Tiefen, also die Unterdrückten fangen an zu sprechen. Okay. Bisschen was davon hat sich ja auch in der 9., dass also die Tiefen, die sonst begleiten müssen, die einfach nur die Harmonien setzen müssen, plötzlich übernehmen sie die Hauptrolle, sie stellen die Welt auf den Kopf. Und dennoch ist das natürlich heute ein Fragment, ein Stück, dem wir wieder entgegenfiebern, dem unser Publikum wieder entgegenfiebert. Und was wir jetzt mal so ganz pur hören, buchstäblich aus der Feder des Bassisten.